Aber tief ist sie immer noch, nur nicht dunkel. Hä? Achso, ja klar, da bin ich ja drüber gelatscht. Drüber gelaufen. Muss da gleich nochmal drauf achten. Habe ich noch so ein Stack? Nö, habe ich eh nicht mehr. Dann kann ich da auch nicht mehr drauf achten, ob das nachher alleine ins Inventar rutscht. Also unten in die Schnellwahl. Weg damit! Alter, wenn das in der Geschwindigkeit weitergeht, dann bin ich ja Weihnachten an dem Turm und bin bei Part 300. Ja, wie mache ich's? Ich würde sagen, in der Mitte mache ich so eine Art Holzbrücke, drumherum Glas. Drumherum Glas. Und in der Mitte fängt das aus Holz an. Gut. Sollte ich dann aber mit dem Boden irgendwie gut einfassen? Oh, wenn ich jetzt E drücke, bin ich, glaube ich, tot. Weil dann guckt er im Inventar und hält sich nicht mehr fest. Dann falle ich runter. Obwohl ich... Ne, obwohl... Ja, ich überlege gerade. Kann ich da dunkel lassen? Glaub nicht. Ich glaube nicht. Und ich könnte ja auch direkt die Power Rails einplanen hier. Wenn ich nachher den Boden wegkloppe, dann kann ich dann direkt schon mal ein paar Redstone-Fackeln setzen. Passen mit den Power Rails. So, hier geht's dann rüber. Nein. Du schaffst es. Hä? Ich glaube, das wäre auch so gegangen. Erstmal immer voran, eben mal geradeaus. Wie einmal der unendliche Gang. Boah, war der lang, ey. War der lang. Links ist Eisen, habe ich gesehen. Hier glaube ich nicht. Wahrscheinlich wäre es zu dunkel jetzt im Gesamten. Ich kann das Licht sehen. So. Aber das könnte ich doch hier genau passend machen, so eine Röhre, die sich daraus quetscht. Nur da wird es ein bisschen komplizierter, aber ich lasse es einfach mal. Dann wird es halt so schräg, sieht bestimmt auch interessant aus. Alle! Aber Glas habe ich noch genug. Ist die Frage, ob das aussieht, wenn man das so macht. Fährt man durch so einen riesigen Glastunnel. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ist ja, wenn man das einfach mal so ein bisschen baut. Wir müssen ja nachher eh noch Redstone-Fackeln hin für die Power Rails. Ich brauche Steine. Unmengen von Steinen. Ah ja, muss nur gucken, ob das überhaupt geht hier mit diesem Winkel da unten. Gut, bevor es da weitergeht, geht es jetzt zum Turm. Oh, oh, ich habe irgendwas gehört. Baumhaus.
Keller, Gebirgstore, aber erstmal in den Keller Teile holen. Ins Teilelager. Teilelager. Glasscheiben für den Tourboy erstmal. Keine Glasscheiben. Was brauche ich? Ich tue erstmal den Kram wieder weg. Enderpearls. Die waren alle in meiner Mobfalle gewesen. Voll geil. Ja, Sandstone. So viele Sandstone habe ich eingesammelt. Unbelievable. Alles aus Stein. Nein. Ich habe gar nicht mehr so viel. Das sind 7. Zeit für Eimer Lava. Ich glaube, ich habe sogar noch volle Eimer. Das wäre ja geil. Ich brauche unbedingt wieder eine neue Rüstung. Eine neue Rüstung, bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, witzig, geht wieder nicht. Nein, boah, jetzt hätte ich fast mit rechts da drauf geklickt. Kann tödlich enden. Tödlich. Und ich habe auch keinen Mod hier drin, außer die, die ihr kennt. Von wegen, wieso kann man denn die Eimer da wieder rausholen? Ich weiß nicht, warum es geht bei mir und bei manchen nicht, aber es geht. Vielleicht direkt mal runter und macht die wieder voll. Geht ja flott. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ich bin echt mal gespannt, wenn die Lava weg ist komplett, wenn das überhaupt geht. Ist mir da ein bisschen was eingefallen? Moment, ich tue das mal hier hin. Und nimm da nochmal was weg. Ja, doch, es ist sehr, sehr tief. Aber irgendwann wird man den Boden mal erreichen. Boah, mit 7 Eimer Lava, bin ich da nicht so schwer? Ich hoffe nicht. Hä? Nein, das hat der Minecart kaputt gemacht. Voll One-Hit. Ich habe gehört, bei 1.9 war das, gibt es eine neue Hölle. Und dann werde ich einfach nochmal meinen Höllendings da löschen und eine neue Hölle generieren. Weil die Hölle ist jetzt auch nicht so wichtig. Oder so interessant, dass ist ja eh nur alles rot. Glowstone sind da okay. Aber wenn da halt ein Update kommt, wo dann viel mehr ist, dann möchte ich das natürlich auch direkt am Anfang haben. Und deswegen werde ich diesen Anfangslevel von der Hölle wieder löschen. Echt Hölle. Ja, den noch. Dann gehe ich nochmal eben in den Tunnel. In der Zeit können die Ofen die Cleanstones machen. Herstellen, wie auch immer. Hui, war knapp. Au, wäre fast an dem anderen stehen geblieben. Ja, jetzt ist die Frage, wie weit gehe ich hier? Ich würde fast schon sagen, damit hier keiner auf dem Kopf rumtanzt.
Aber ich denke, ich muss ja noch eins zurückgehen. Oh nein, das geht nicht. Doch, geht wohl. Genau so. Dann geht zwar ein früher schon nach unten, aber ist ja auch Latte. Damit man hier einmal gerade machen kann und dann weiter um die Ecke. Flup, flup. Ja, bis wohin? Oh, ich höre Zombie. Zombie-Action. Was muss ich erstmal so einen Raum zaubern, der auch symmetrisch und genau hier reinpasst? Raum zaubern aktiviert. Ich muss halt mal eben markieren hier, dass die Mitte so ein Dreckklumpen ist, so ein Dreckhaufen. So ein Haufen Scheiße. Ja, das könnte schon mal gehen. Dann mache ich hier auch dicht. Und da auch. Geht dann hier hoch. Und bei dem Dreckklumpen um die Ecke rum. Oh. Krass. Oh. Der Sackcreeper, ey. Gerade fertig gebaut. Komm, ich guck dich an. Flapp. Nein, stirb nicht von alleine. Sind schon tot. Ich habe das Gefühl, dass die Kakteen sich paaren. Weil es immer mehr werden. Heißer Kakteensex vorm Haus. dieser Kack-Creeper, ne? Also muss ich schnell jetzt hier das Ding zumachen. Nur schön, dass er mein Steinhaushalt ein bisschen dezimiert hat. Und wenn ich das jetzt alles ausbessere, sind die Steine weg. Und zwar genau jetzt. Nein! Egal. Keller. Da müsste ja jetzt theoretisch die ganzen Steine fertig sein. Theoretisch ist gut, aber es reicht mir. Ich brauche jetzt nicht so viele. Beziehungsweise viele brauche ich schon, aber alle brauche ich jetzt nicht. Na, warte mal, er. Flupp. Zwei. Drei und vier. Krass. Aber ein paar normale brauche ich auch noch. Stone Bricks, da bin ich mal gespannt. Ja, du auch, ne, Schaf? Fleisch habe ich genug. Geht niemals ohne Essen auf einen längeren Weg. Aber ich kann auch hier unten her. Mach ich eben den Scheiß hier noch dicht.
Abgelaufen. Flup, flup. Da war auch nochmal ein kleiner Stack. Mann, geiler Tunnel unter Wasser. Sieht schon mal cool aus, wenn man da so kommt. Und dann immer, oh, schön. Das hier sieht nur irgendwie ein bisschen bescheuert aus. Weil hier sieht man das gar nicht so ganz.